Außergewöhnliches ist derzeit zu sehen und zu hören in der Galerie der bildenden Künste. Es sind keine Gemälde, es sind keine Skulpturen, es sind Tonbilder, die dort präsentiert werden. Fragmente von Aufnahmen, die gemacht wurden in einer Situation, die alltäglich ist. Heimweg. Fragmente. U-Bahn-Haltestelle Universität, Nordausgang, die Rolltreppe hinauf. Weiße Spuren weisen den Weg Richtung Ausgang, gabeln sich. Die eine Linie führt hinauf zur Ludwigstraße, die andere bleibt unter der Erde und leitet zur Akademiegalerie, wo man sich, selbst auf dem Heimweg, die Collage von Walter Siegfried anhören kann. 17 Siemens-Angestellte hat Walter Siegfried am Betriebstor abgeholt, hat sie begleitet, sein Tonband eingeschaltet, sie reden lassen. Über Sehnsüchte und Erinnerungen, über die Grenze zwischen Flucht und Refugium, öffentlichem Raum und privater Sphäre. Das Ergebnis ist die Collage. Heimweg, ein fiktiver Weg durch die Stadt vom Siemens-Gelände nach Haus. Fragmente, weil 45 Minuten bruchstückhaft zusammengesetzt sind aus über 20 Stunden Aufnahme. Hörbar ist dieser fragmentarische Heimweg über Kopfhörer. Sichtbar wird er durch den überdimensionalen Flächennutzungsplan, auf dem grüne, blinkende Lämpchen den Weg weisen. Begeben wir uns in Ausschnitten auf diesen Weg. Lassen wir uns führen vom Autor. Erste Station vor dem Betriebstor. Die Schleuse öffnet sich. Allein aus dem Neuperlacher Werksgelände strömen jeden Nachmittag 13.000 Angestellte. Eine Stadt für sich. Auf Wiedersehen. Sind es im Ganzen 120.000 Mark. 120.000 Mark, die ich also in den 40 Dienstjahren verfahren habe, um an meinen Arbeitsplatz zu kommen. Ich finde es interessant, wenn man sich einfach hier mal herstellt. Und das ist jetzt mehr spekulativ, aber wie sich die Gesichter verändern, wenn sie rauskommen. Also da kommen sie gebündelt, wie in so einem Strahl kommen sie raus. Und gut, die meisten gehen nur an die U-Bahn, aber dann zerstreut sich das. Dann wird man wieder mehr Individuum, man wird Privatmann. Und ich habe mir das vorher gerade gedacht, das ist interessant. Man kann es nicht beschreiben, aber es gibt so ein Siemens-Gesicht. Von 68 nach 67 wieder zurück, von 67 nach 1746, dort mehrmals die Stockwerke gewechselt und dann von Bau 46 nach 1787. Da sieht man also nochmal dieses riesige Siemens-Gelände von der Ferne, man entfernt sich jetzt immer mehr und ich ertappe mich schon öfter dabei, dass ich eben nochmal zurückschaue und mir überlege, in so einem riesen Ding arbeitest du und die Gefühle sind ganz gemischt, also es kann auch mal ein leichtes Gefühl von Stolz dabei sein, dass man also in sowas Modernem arbeiten kann, dass man da mitmachen kann. Komm Auto, du hältst hier. Oh, so langsam ist es Zeit, einfach mal abzuschalten. Das ist ja meistens meine Phase, wo ich dann meine Gedanken auf Null schalte und nur noch halbbewusst meinen Weg gehe. Das sind so die ersten 50 Meter, wenn so die Entspannung von der Arbeit so langsam nachlässt. Inspiriert von tänzerischen und musikalischen Erfahrungen, die Alltagssituationen und Bewegung im öffentlichen Raum integrieren und beeinflusst von der Verhaltensforschung, interessiert Walter Siegfried der Zusammenhang von Bewegung und Wahrnehmung. Der bewegende Mensch selber, das interessiert mich sehr. Und das ist klar, dass in dieser Bewegung vom Arbeitsort nach Hause, das ist ja eine Art Wandlung. Ja. Und die macht man eigentlich jeden Tag durch. Es ist auch sehr interessant zu sehen, wie zum Beispiel jeder Heimweg, da kann man die Grenze ziemlich klar markieren, wo das quasi die Arbeitswelt nun endgültig verlassen wird und wo der Sog des Heims anfängt. Dieser Kipppunkt, der ist abhängig von tausenderlei Dingen, vom Wetter. Ja, das kann sein, dass man sofort den Betrieb vergisst oder eben von Verkehrssituationen. So verschiebt sich dieser Kipppunkt. Aber es gibt natürlich schon markante Elemente da drin. Zum Beispiel die Auffahrt auf die Autobahn wird oft als der Punkt bezeichnet, wo jetzt quasi der Feierabend wirklich anfängt. Ja. Ab da ist absolut Feierabend, heißt eine Postkarte. Und das ist der Moment auf der Autobahn. Also da, wo der Verkehr dann fließend geht, wo die Staus vorbei sind. Zweite Station. Sehnsüchte. 17 Mitarbeiter und Pensionäre haben sich aufgrund eines Flugblatts gemeldet. Anfangs zögernd, dann sehr offen akzeptieren sie die Begleitung.
erzählen und erleben damit den gewohnten Weg auf völlig neue Weise, gehen auf Entdeckungsreise in die eigenen Erinnerungen, assoziieren Geschichten, Erlebnisse, Sehnsüchte. Es war eine schöne Zeit und das erinnert mich immer an den Quai von Paris, weil ich immer verliebt am Quai entlang gegangen bin. Aber hier bin ich noch nie verliebt entlang gegangen. Es ist gerade fest, jetzt gerade ein, wo ich mit Ihnen dabei. Da, ich denke mir mal, irgendwie so eine Sehnsucht immer. Warum habe ich eigentlich die Sehnsucht? Und jetzt weiß ich, wie sie gekommen war. Diese Grundthemen des Menschseins kommen auf dem Weg so unglaublich zur Geltung. Also wir haben den Tod, ja, durch das manifesten ganz verschiedenen Dingen. Ein Fußgänger sieht es eben vielleicht irgendwie an einem verendeten Tier, der Autofahrer sieht die Kreuze an der Straße und so weiter. Also das Phänomen Tod ist präsent. Dann deutlich das Phänomen Essen, Hunger, ja, die Bäckerei der Frühstückssemmel. Ja, ein unglaublich zentrales Moment in den ganzen Passagen. Drittens. Der Blickwinkel. 17 Siemens-Angestellte auf dem Weg nach Haus. Per S und U-Bahn, im Bus, zu Fuß, auf dem Fahrrad oder wie die meisten mit dem eigenen Wagen. Autogeräusche, die Abstände zwischen Haltestellen, Ampelintervalle, all das markiert Zäsuren, sagt Walter Siegfried. Es formt Rhythmen und Strukturen. Was neu war an dem Projekt, ist wirklich der Zusammenhang von den verschiedenen Verkehrsmitteln und der Assoziation und auch der Bewegungsweise. Nehmen wir an, wir sitzen im Auto, der Blickwinkel ist ziemlich genau vorgegeben und es ist auch, wir müssen ja gleichzeitig verschiedene Funktionen wahrnehmen. Also wir müssen, das ist zwar alles automatisiert, aber trotzdem ist man in einem Ablauf eingespannt, der dann auch das Blickfeld zum Beispiel so einschränkt, dass die Assoziationen in anderer Weise laufen als ein freier Fußgänger. Wenn ich mit einem Fußgänger über ein Stück Weg gehe, dann hat er die Möglichkeit, und das tut er auch sehr oft, eben sich ganz anders zu bewegen. Also der guckt zum Beispiel auf seine Füße runter, sieht dann irgendwie Steine oder was und da fängt eine Assoziationskette über die Ebene des Bodens an. Ja. Oder der sieht dann plötzlich ganz in der Ferne irgendwie eine Kirche und da fängt eine Assoziation zu dieser Welt an, während den beiden Autoassoziationen doch vorwiegend Fragen der Ampeln, des Brückenbaus, der Lärmschutzwelle, der Tempolimits, des Benzinverbrauchs, des Waldsterbens. Also es ist ein Komplex von Fragen, der sich durch das Verkehrsmittel irgendwie aufdrängt. Also für mich hat sich einfach noch einmal bestätigt, dass ich gut daran getan habe, mein Auto schon lange zu verkaufen. Die U-Bahnhöfe, die sind auch alle so konzipiert, dass jeder ein etwas anderes Gesicht hat. Nicht? Wenn man, also der eine ist ein bisschen grün gehalten, der andere ist ein bisschen grau gehalten. Das Interessante ist eigentlich, alle sitzen gerne in Fahrtrichtung und ich sitze gerne entgegengesetzt. Ja und so, und jetzt wird alles verkehrsberuhigt. Schöne Pflastersteine und alles. Schauen wir mal da rein. Hört sie gleich links. Ganz toll. Na, hier vorne, wie ich meinte, da die Maria ist da ganz besonders angestrahlt. Alles ist sonst abgedunkelt. Das sieht jetzt natürlich ganz anders aus in der Früh. Es sind dann schon die Mönche da und schon ihr Morgengebet verrichten. Das ist sehr hübsch. Da kann man dann mal in der Früh ein paar Minuten ausschnaufen, tanken, auf sich sammeln. Das tut auch ein Büromenschen gut. Die Luft ist immer so schlecht in dieser Zeit in der Straße. Da sind einfach so viele Leute drin. Oh, festhalten. Der bremst ganz gut. Ja, jetzt warten wir wieder. Wir sind gleich am Ratzinger Platz, aber ich merke, langsam bin ich ungeduldig. Wenn es durchgeht, bin ich zufrieden, aber wenn ich jetzt sehe, behalten, jetzt kommt der ganze Verkehr quer. Je näher ich jetzt zu meiner Wohnung komme, umso ungeduldiger werde ich. Ja, hier das Stück, was da auffällig ist, ist für mich immer, dass man auf der Straßenbahnschiene fährt und Kopfsteinpflaster hat. Das ist ein Seltenheit eigentlich noch. Und ist ein bisschen störend, wenn man mal Musik hört oder was anhört, dann versucht man also immer hier auch die rechte Spur. Und mir fällt auf, dass viele Autofahrer eben an der Stelle versuchen, auf die rechte Spur zu gehen, nur weil da noch Kopfsteinpflaster ist. Ne? Ich habe also so im Schnitt pro Tag 12 Tonnen Obst per Hand umgeschlagen. Ohne diesen Stechkern, wie man es nimmt, ja. Ne? Sondern einfach per Hand aus dem Waggon raus, auf den LKW drauf oder vom LKW wieder runter an den Stand oder auf einen anderen LKW. Der Körper entwickelt ja dann auch einen wahnsinnigen Appetit. Ich war eigentlich noch nie ein großer Esser. Aber der Körper meldet sich dann.
Vierte Station, der Brudermühltunnel. Herzstück des Wegs für viele, der Brudermühltunnel. Mit der jahrelangen Baustelle Dreh- und Angelpunkt der Gedanken. Das ist die Schönstraße und der Platz heißt hier, Candidplatz. Candidstraße, wir sind die Candidstraße jetzt gefahren, das ist hier der Candidplatz. So, früher gab es hier eine alte Mühle. Es war eine richtige alte Mühle, die hier mittendrin noch stand, wo Mehl gemahlen wurde. Nicht? Und das ist ja auch der Auer Mühlbach, der dort unten fließt. Ich habe was gegen Tunnel. Tunnel sind an sich eine infame Masche, den Menschen einfach von der Erdoberfläche wegzukriegen und nach unten zu drängen. Letztendlich bin ich, als dieser erste große Schneekatastrophentag war, eine knappe Stunde in diesem Tunnel gesteckt. Üben drei und drüben drei Spuren voll belegt. Alle diese Wandnischen, die ja für solche Sonderfälle vorgesehen sind, mit Nottelefon, Notausgang, waren bereits von Panikleuten auch belegt, die ihr Auto verlassen haben. Und dann fängt man an, tatsächlich die Bedrückung oder diese Enge von so einem Tunnel körperlich zu spüren. Jetzt auch die Wohnungen, die verkauft werden. Die Leute, die haben jahrelang hier da den Lärm und alles ausgehalten und jetzt sollen sie raus hier. Ne? Bei der Brudermühlbrücke fällt ja auf, dass, also ich bin mit vielleicht 5 oder 6 Leuten in die eine oder andere Richtung nach Hause gefahren, über dieses oder durch dieses Nadelöhr. Und da haben nun die Leute durch die Bauzeit so viel erlebt, aber immer eigentlich das Identische erlebt, dass auch die Geschichten dort eindeutig geworden sind. An anderen Orten, wo man durchfährt, sind die Geschichten nicht so eindeutig, obwohl es die gleiche Strecke ist. Dort ist die Geschichte ganz eindeutig geworden, eben immer die Frage um Wohnungsnot, um Wohnung und Verkehr, Wohnung und Politik, warum eigentlich diese Schneisen durch die Stadt sein müssen mit den Autos und so weiter. Währenddem man in diesen Schneisen fährt, diese ganze Reflexion darüber, das finde ich irgendwie schon spannend. Es ist mir natürlich sehr wichtig, dass man während der Fahrt die Dinge, die eigentlich unbewusst immer vorhanden sind, einmal, indem man sie zur Sprache bringt, auf die Ebene der Bewusstheit bringt. Das ist vielleicht auch eben wirklich ein wichtiges Moment des Projektes, dass man diesen Umraum, in dem man ständig ist, irgendwie nicht nur anders sieht, also nicht nur mit einem anderen Bewusstsein, sondern auch anders mit ihm umgeht. Ja. Also Kunst als ein Verhalten, also Kunst nicht mehr als ein Machen von irgendwelchen Objekten, sondern als ein Tun. Also ein Tun, das nicht unbedingt in einem Objekt mündet. Fünftens, der Blick in die Natur. Im Ohr, im Kopf, vor dem Auge des Hörers entsteht das Bild des Individuums in der Massengesellschaft. Der Einzelne, eingesperrt in 1000 Zwänge, uniformiert, oft einsam und immer wieder bemüht, seine Einzigartigkeit zu bewahren, Fluchtwege zu finden. Dann gibt's einen ganz wichtigen Punkt, über den sich sehr viel nachdenken ließe, das ist der Blick in die Natur. Es gibt an fast allen Heimwegen einen Ort, wo die Leute sich versuchen, in die Natur hineinzuwenden. Oder wenn es nicht geht, sagen Sie, hier würde ich gerne in die Berge schauen, aber wir sind zu tief oder irgend sowas. Ja. Also fast auf jedem Heimweg gibt es diesen Blick in die Natur oder in die Ferne. Irgendwie diese, ist auch ein Moment des Träumens irgendwo oder des Sehnsucht. Ich fand, dass auf meinem Heimweg hier schon in dieser ländlichen Idylle am Rande der Stadt, da haben sich meine ganzen täglichen Ärger und so, das hat sich hier bereits aufgelöst. Aber eben der Blick ins Grüne, auf die Weiden oder auf die schönen Felder und auf die Tiere, die hier weideten. Und hier war wieder eine Stelle, wo ich mir dachte, wie dumm von den anderen mit den Autos daheim zu fahren. Haben doch einige ganz schön Gottvertrauen, wie die vorbeifeilen hier dann da, ne? Der Quattro, ja, der meint, der könnte, wenn der Vierrad hat, könnte er fahren, ja. Ist ja klar, wenn der Große hier jetzt anfängt zu bremsen, meinen Sie, wo der ist? Jetzt fahren wir durch den Wald durch. Das sind viele kleine Wege. Da kann man auch Variationen fahren, da werden auf Tafeln die Bäume erklärt. Und da beobachtet man halt immer die Veränderungen, wie viele Blätter da noch dran sind und
den Gang der Jahreszeit, das gefällt mir sehr gut. Ist es überhaupt ein Unterschied, ob man zurückfährt oder hinfährt zur Arbeit? Ein großer Unterschied. Wenn ich zurückfahre, dann ist mein Kopf meistens noch voll von dem, was man da gemacht hat. In der Arbeit, was man nicht gemacht hat, was in den Kopf rumgeht. Und wenn man hinfährt, ist das viel besser. Also da hat man den Kopf noch frei, da ist man frisch. Heimweg. Fragmente. Ein akustisches Bild von Sehnsüchten, Träumen und Mühen des Alltags. Eine Entdeckungsreise für den Hörer, den Begleiter und den Heimgehenden selbst. Ich fahre jetzt etwas bewusster nach Hause, muss ich ganz offen sagen. Nicht mehr so den Gedanken des täglichen Arbeitstages nachhängen, sondern ich erinnere mich auch dann speziell an die Fahrt mit dem Herrn Siegfried. Das war eigentlich auch so vom, muss man sagen, irgendwie ein nettes Erlebnis, dass jemand an dem, was man da so für Gedankengänge entwickelt, dass jemand da so teilhaben kann dann, nicht? Das hat mich irgendwie überrascht gehabt. Ich habe doch zunächst mal in eine andere Richtung gedacht gehabt, mehr so professionell, aber dass jemand dann sowas draus macht.